Wir wollen heute das Hauptthema Step-Dateien bearbeiten. Und da habe ich einige Beispiele jetzt hier gebracht heute, zusammengetragen. So, und das geht jetzt hiermit los. Mit so einer Baugruppe, so ein Elektronikstecker, Zentronikstecker, wie man so ein Ding heißt, das so ein Ding. Ich lasse es mal einmal durchlaufen, dass er, um zu sehen, worauf das hinausläuft. Also man hat dann im Internet eine Datei gefunden, die gekürzt werden soll. Und das wäre so ein typischer Fall, ja, dass man also etwas findet im Internet oder auch, dass man von jemand anderes eine Step-Datei bekommt, von einem anderen CAD-System, und man bekommt die Aufgabe, daraus eine Variante zu erzeugen. Das ist ganz häufig sowas. Und wenn man so eine Step-Datei hat, dann ist natürlich keine Skizze da drin und keine Parametrik da drin, auch nicht die von Arch. Da ist ein Mikrofon noch offen. Und somit kann man also nicht mit der Parametrik arbeiten, weil Step hat keine Parametrik. Und das wäre jetzt hier so ein typischer Fall, auch schon etwas komplexer, weil es eine Baugruppe ist. Und Baugruppen kann man also nicht so ohne weiteres durchschneiden. Da muss man mit speziellen Befehlen rangehen. Und das sehen wir hier, wie das geht. Wenn das Video einmal komplett durchlaufen, um zu sehen, worauf das hinausläuft. Wir haben so Sketches, die Schnittebenen darstellen. Und dann kann man mit diesem Schneidbefehl aus Arch Baugruppen zerteilen. Das kann dieser Slice Apart nicht. Also das kommt mit Baugruppen nicht zurecht. Da müsste man jedes einzelne Ding dann einzeln durchschneiden. Das wäre sehr mühsam. Und so wird man jetzt quasi von dem ganzen Teil erst das eine Ende abschneiden, was man braucht, und dann das andere Ende abschneiden, das längere Ende abschneiden, was man braucht. Und dann die beiden übrig gebliebenen Teile zusammenfügen. Das kennen wir ja schon mit dem Move-Befehl. Kann man auch mehrere Teile einer Baugruppe dann gleichzeitig bewegen. Mit dem Snap-Fangbefehl das anfassen und dann wieder zusammenschieben. Und dann hat man aus einem, ich weiß nicht, 36-poligen Centronics-Stecker einen 24-poligen gemacht oder irgendwie sowas. Ist ja auch nur ein Beispiel, aber das ist schon ziemlich außer Praxis, so etwas, das also nicht ein einfaches Teil zu modifizieren ist, sondern eine ganze Baugruppe zu modifizieren ist. Und das gibt dann schon einige Schwierigkeiten, die wir hier alle mit erschlagen. So, ich hoffe mal, dass jeder jetzt diesen Centronics-Stecker geladen hat. Ich gucke mal, wie der heißt, ob ich den noch finde. Centronics 24-Pin, so heißt die Datei aus der Rundmail. Also in dieser Datei sind auch diese Schnittebenen schon drin, das ist alles schon vorbereitet. Darum geht es ja nicht, das können wir ja alle schon. Es geht ja um dieses Zerteilen einer Step-Baugruppe und das Erzeugen einer Variante daraus. Ich hab das offen, danke dir. Ja, okay. So, und jetzt ist der erste Arbeitsschritt, dass wir hier mit Rechteckauswahl. Ich zeige es nochmal. Also bearbeiten Rechteckauswahl von rechts nach links aufziehen die Box. Damit selektiert man alles, was in der Box berührt wird, was also teilweise auch nur eingeboxt wird, damit das alles eingeboxt und selektiert. Und weil hier ja der Schnitt passiert später, nehmen wir diesen Bereich, wo der Schnitt passiert, damit wir die Teile alle hier gemeinsam selektiert haben. Die kann ja auch der Schneidbefehl nur schneiden. Also dieses Teil hier, das ist also bewusst so gewählt, dieses Beispiel, dass hier noch andere Teile beteiligt sind, die nicht im Schnitt drin sind. Die dürfen wir jetzt nicht mit selektieren. Das könnte das Ganze stören, weil dann
FreeCAD etwas schneiden soll, wo nichts zu schneiden ist. In der Regel kann er das, aber das ist eine Schwierigkeit. Also das würde ich, wenn es geht, vermeiden. So, damit hätten wir jetzt hier mit dieser geschickten Selektion die Teile der Baugruppe selektiert, die geschnitten werden sollen. Und man sieht jetzt hier auch, dass nicht alles angewählt ist, sondern nur eben ein Teil davon. Und da werden wir jetzt in Part einen Compound draus machen. Und den können wir schneiden. So, und diesen Compound wählen wir an, selektieren wir und mit gedrückter Steuerungstaste selektieren wir dann im 3D-Fenster eine Schneidebene dazu. Dieser Befehl, den wir gleich verwenden werden, verlangt es, dass man es im 3D-Fenster anwählt. Wenn man das jetzt im Baum anwählen würde, was jetzt hier geht, weil es ist ja eindeutig definiert dadurch, würde der Befehl nicht funktionieren. So, wenn wir das jetzt passend selektiert haben, auch in der Reihenfolge, erst das zu schneidende Teil und dann die Schneidebene als zweites dazu, dann haben wir in Eich die Schaltfläche für Schneiden an. Ich habe hier Schneiden an Linie. Okay. Ja, das ist auch so. Ja, ich habe hier eine Linie selektiert. Das ist keine Ebene, Entschuldigung. Hier wird eine Linie selektiert und wir schneiden hier an einer Linie. Und dafür ist es auch wichtig, dass unsere Arbeitsebene richtig steht. Das werden wir gleich nochmal vorne nochmal von vornherein nochmal richtig setzen. Also wir fangen also an, dass wir die Arbeitsebene auf. Oder wir können erstmal selektieren, das ist okay. Mit der Arbeitsebene. Hier im Video ist es schlecht zu sehen. Ja, das wird dann übersprungen hier. Also, die Arbeitsebene ist dann dementsprechend auf Top. Das ist sowieso unsere bevorzugte Startbedingung. Ja, also wir fangen also an mit der Arbeitsebene auf Top. Selektieren dann mit einer Box, die von rechts nach links aufgezogen wird, alle Teile, die berührt werden. Ich wiederhole das nochmal, dieses Einboxen, wenn man jetzt von links nach rechts aufziehen würde, dann werden nur Dinge selektiert, die vollständig eingeboxt sind. So, und deswegen ist es hier eben wichtig, von rechts nach links aufzuziehen. Dabei ist es egal, ob man von rechts oben nach links unten zieht oder von rechts unten nach links oben, das spielt keine Rolle. So, jetzt haben wir die Teile hier selektiert, die wir schneiden wollen. Wir können dann in Part ein Compound erzeugen. So, der Compound verschmilzt es, ja? Kannst du nochmal zum Selektieren? Ich weiß jetzt nicht, was hast du aufgerufen zum Selektieren? Moment, ich mach's nochmal. Das ist Bearbeiten, Rechteckauswahl. Ah, okay. Ja. Gut. So, durchlaufen. Dann von rechts nach links aufziehen. Und in Part erzeugen wir dann aus diesen selektierten Teilen einen Compound. Der Compound ist so ein Mittelding. Das ist keine Fusion. Wie dieses Boolsche verschmelzen. Und es ist auch keine Baugruppe, wo also jetzt die Teile gemeinsam bewegt werden. Oder die Baumstruktur kann man hiermit auch erzeugen. Ja, also Baumstruktur geht hier auch. Also mit Compound und Baugruppen kann man Baumstrukturen erzeugen mit Schwesternteile und Brüdernteile und Tochter- und Sohnteile, was dann also verzweigt. Der Unterschied zwischen Compound und Baugruppe ist, dass man Baugruppen auch leer aufbauen kann, dass man erstmal nur sich eine Baugruppe erzeugt, eine leere, und dann darin etwas erzeugt und konstruiert. Das geht mit Compound nicht. Compound kann nicht leer erzeugt werden. Also das braucht von vornherein einen Inhalt.
Ich hätte eine Frage dazu. Ja. Ist das dann eine Kopie jetzt da unten drin von den Sachen, die wir dann markiert haben, oder? Nein. Also Compound erzeugt keine Kopie, sondern fasst es zusammen. Okay. Und wenn du diesen Compound öffnest, da ist ja links ein Pfeil daneben, und das aufklappst, dann siehst du die Einzelteile davon noch. Und die sind auch wohl noch parametrisch für sich. Die Parametrik geht nicht verloren, aber die ist unwirksam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist dann tot, also ausgeklipst sozusagen. Und Farben gehen verloren. Das kann sich in den neueren Versionen noch ändern, dass das mit berücksichtigt wird, aber das ist der Grund, weshalb ich selten noch den Compound verwende, weil mir die Farben verloren gehen. Aber hier in diesem Fall ist der Compound eben sehr nützlich für diese Schneidoperation, und das ist auch die einzige Schneidoperation, die ich im FreeCAD gefunden habe, die mit solchen Baugruppen umgehen kann, die also wirklich das dann halbwegs vernünftig erledigt. Das ist keine Garantie. Also wenn man jetzt super, super komplexe Baugruppen hat, dann kann diese Methode trotzdem noch insofern scheitern, als dass nicht alles geschnitten wird, dass also immer noch was nacharbeiten muss. Aber selbst dann wäre es immer noch der bessere Weg, als andere Schneidfunktionen zu verwenden, die wo man jedes einzelne Teil einer Baugruppe dann schneiden muss. Das ist also sehr, sehr mühsam. Und CAD soll sonst ja die Arbeit abnehmen und keine Arbeit machen. Das ist ja das Schöne daran, dass das CAD-System für uns arbeitet. So, also jetzt haben wir hier dann daraus einen Compound gemacht. Ne, der erscheint dann auch hier im Teilebaum. Und den selektieren wir jetzt für die Schneideoperation als erstes. Und selektieren dann im 3D-Fenster eine Linie dazu zum Schneiden. Und die orientiert sich an der Arbeitsebene. Die haben wir ja vorhin gesetzt auf Top. So, und wenn das so vorselektiert ist, dann kann man in Arch diese Funktion Schneiden an Linie betätigen. In den neueren Versionen ist das ein Knopf. Der kann dann selbst erkennen, ob das eine Linie ist oder eine Ebene ist, woran geschnitten werden soll. So, dann bekommen wir die Voransicht, wie es geschnitten werden soll, und das rot markierte wird weggeschnitten. In diesem Fall ist das richtig. Falls das jetzt die falsche Seite wäre, könnte man das hier umschalten. Das kennen wir aber schon. Okay. Und dann sieht man, dass einiges hier ungeschnitten ist. Das sind irgendwelche Teile, die in der Step-Datei drin waren. Da haben wir keinen Einfluss drauf, ja, was uns da geliefert wird. Das stört ja nicht weiter. Wir können dann später auch das rauskopieren, dass wir das neu zusammengebaute nur verwenden und den Rest unberücksichtigt lassen, weil das würde dann überstehen. Also das wäre dann im Prinzip ja dann irritierend, wenn das dann bleiben würde. So, bis hierhin nochmal. Also wir fangen also an, indem wir die Arbeitsebene auf Top setzen. Und richten die Kamera so aus, dass wir so drauf gucken wie hier. Und können jetzt mit Bearbeiten Rechteckauswahl von rechts nach links den Bereich einboxen, wo geschnitten werden soll. Und das wird dann in Part zu einem Compound umgebaut. Und diesen Compound selektieren wir als erstes und dazu mit gedrückter Steuerungstaste im 3D-Fenster die Schneidlinie, ausgerichtet an der Top-Ebene, und betätigen dann in Arch diese Schaltfläche für Schneiden an Linie. So, dann wird angezeigt, was weggeschnitten werden soll. In diesem Fall bei mir stimmt es, wenn es bei euch hier markiert sein sollte, dann kann man über diesen Knopf umschalten. Okay. Und dann hat das im Prinzip geklappt. Dass hier etwas übrig bleibt, ist durchaus richtig und gewollt, weil das ist ein Teil und das hier, was an dem Schnitt nicht beteiligt ist. Ja, das ist bei der Baugruppe so. Ist jemand nicht bis hierhin gekommen?
Wunderbar. So, dann geht's weiter. Downgrade, das wundert mich jetzt gerade. Cut Plane wird selektiert. Wird zerlegt. Und kopiert. Aha. Ob das jetzt, wofür das jetzt notwendig ist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Schon etwas länger her. Und dann drücken wir STRG C und machen Datei neu, STRG V und holen dann das geschnittene Teil hier rüber in eine neue Datei, um jetzt später das rauszufiltern, was wir haben wollen. Dann können wir zurückschalten zum alten. Und den Compound nochmal anwählen. Vielleicht ist das der Grund mit dem Downgrade, dass er wieder auftaucht. Weil wir brauchen diesen Compound ja nochmal. Was tut mir jetzt leid, dass ich hier ein bisschen hier schwimme hier. Könnte der Grund sein, dass der Compound wieder auftaucht, wo wir nochmal brauchen. Wir hätten davon auch vorher eine Kopie machen können, also das ist jetzt jedem selbst überlassen, ob er davon eine Kopie macht oder hier darüber das wieder herholt. Jedenfalls können wir die Teile dann, die wir jetzt hier rauskristallisiert haben, mit STRG C in die Zwischenablage holen und da ist eins zu berücksichtigen. In diesem Fall wird es nicht abgefragt. Bei verlinkten und verknüpften Teilen, dann sollte man hier unten links das Häkchen rausnehmen, dass die nicht mit rübergenommen werden. Aber hier haben wir es wohl nicht. Datei neu bearbeiten, einfügen. Dann haben wir quasi eine Filterung hier dadurch erreicht. Das mache ich sehr oft, dass wenn ich aus einer Startumgebung etwas herauskristallisiert habe, was ich als Arbeitsergebnis brauchen kann, dass ich das mit STRG C, Datei neu, STRG V in eine neue Datei reinkopiere und damit rausfiltere aus dem alten, um nur das übrig zu behalten, was ich haben möchte, was also das neue Ergebnis sein soll. So, dann können wir jetzt zurückschalten auf die alte Datei. Dann diesen Compound nochmal einschalten mit Leertaste und dann mit gedrückter STRG-Taste die nächste Schneidebene anwählen und dann wieder mit dem Schneidbefehl abschneiden. Und hier ist jetzt die Vorschau falsch. Ja, wir wollen ja das behalten hier links und das rechte soll weg. Und dann schalten wir hier mit um. Dann springt die Vorschau auch um. Okay. Und dann bleibt der linke Teil übrig. So, dann wieder Downgrade. Wobei das vielleicht jetzt gar nicht mehr notwendig wäre, wenn man diesen Compound jetzt nicht nochmal braucht. Aber das ist dann auch wieder. Also diese Workflows hier, das ist jetzt kein Muster, was unbedingt eingehalten werden muss. Ja, das ist nur so eine grobe Richtung, ein grober roter Faden. So, dann wieder wählen wir alles an, also dass wir alles restliche selektiert haben. Ctrl C, umschalten auf die neue Datei, Ctrl V und dann haben wir das rausgefiltert, was wir haben wollen und können damit Rechteckauswahl diesen Teil zum Beispiel selektieren. Und das ist jetzt auch wieder sehr interessant. Dieses Move-Kommando in Arch kann mehrere selektierte Teile gleichzeitig bewegen. Und das ist auch ein großer Unterschied zu diesem Transform. Transform kann immer nur ein Teil bewegen. Und wenn wir das jetzt hier alles markiert haben und dann auf Move gehen und mit der Fangfunktion fangen Ende, können wir dann zum Beispiel eine Ecke
fangen, die dann hier an diese Ecke enden soll. Und dann haben wir es an der Maus hängen und fangen diese Ecke. Und dann ist das Ding gekürzt. Dann haben wir eine Variante daraus gemacht. So, das waren jetzt hier 1 Minute 6 Sekunden. Das ist schnell. Also das ist wirklich für diese komplexe Geschichte, hat FreeCAD die Arbeit uns abgenommen.